Läuft. Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. Es ist endlich soweit, ich habe lange darauf gewartet, beziehungsweise ich habe 2 Wochen darauf gewartet und andere vielleicht mehrere Monate. Die Rede ist von Google Stadia. Da ist es! Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern packen es direkt aus und zwar nach dem Intro. Mit Sicherheit habt ihr schon das ein oder andere Unboxing auf YouTube gesehen, aber noch nicht eins von mir, weil das gibt's nur hier und deswegen packen wir es jetzt mal aus. Bestellt hatte ich das Ganze, glaube ich, Anfang November und es ist am 25.11.2019 verschickt worden. Ich habe übrigens nicht die Founders Edition, ich habe die Premier Edition. Da gibt's kleine, aber feine Unterschiede, die ihr vielleicht kennen solltet oder beziehungsweise jetzt gleich kennenlernen werdet. Ja, packen wir es aus. Und da seht ihr es schon, Stadia Premier Edition. Der Hauptunterschied zwischen der Founders Edition und der Premier Edition ist, dass ihr bei der Premier Edition keinen Buddy Pass bekommt, was ziemlich kacke ist, weil dann könnt ihr nämlich eurem Kollegen 3 Monate lang Stadia quasi schenken oder von ihm abkassieren, je nachdem wie gut ihr Freunde seid. Das ist leider nicht dabei und der Controller ist nicht in Midnight Blue, sondern in Clearly Weirdly White. Nein, Clearly White heißt das Ganze. Schauen wir uns aber mal kurz im Detail an. Hier rund um die Verpackung steht, glaube ich, nicht viel. Oh, das ist ein bisschen hell hier, aber egal. Stadia. Very, very viel Text, den sich kein Schwein durchlesen wird. Und, oh, ein Bild auf der Rückseite. Ich halte es ähnlich. Gleich. Okay, ja. Und hier geht's ganz gut. Das soll mal reichen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nochmal ganz kurz, bevor wir hier jetzt weitermachen. Ich habe dieses Ding bestellt und dann kam auch die E-Mail. Und dann kam natürlich die E-Mail mit dem Einladungscode oder dass ich jetzt Stadia nutzen kann. Und dann habe ich es auch genutzt. Und zwar schon bevor ich hier diesen Controller hier jetzt bei mir habe. Das finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil so konnte ich Stadia schon mal ein bisschen antesten. Der Anmeldeprozess dabei war eigentlich relativ einfach. Ihr ladet euch die App im Google Play Store runter. Dann registriert ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse, eurem Namen. Gebt eurem Avatar einen Namen, beziehungsweise ihr gebt einen Namen ein und dann einen Avatar. Und dann könnt ihr auch schon die Spiele freischalten, die aktuell für Stadia Pro freigeschaltet worden sind, wie Samurai Showdown und Destiny 2. Es ist übrigens jetzt top aktuell, dass 2 neue Spiele rauskommen oder wird 2 neue Spiele kostenlos werden. Ich glaube, der supergeile Farmer Simulator und Tomb Raider irgendeins. Weiß ich aber noch nicht ganz genau. Erfahrt ihr am Sonntag, morgen quasi, in den Jukes, wie auch immer. So, schauen wir uns mal kurz den Verpackungsinhalt an. Wie ist das denn hier festgemacht? So, wir haben hier ein Netzteil mit USB-Anschluss. Ja, ein USB-Anschluss. Ein USB Type-C auf Type-A Kabel zum Laden des Controllers. Oder auch natürlich, um den Controller am PC anzuschließen, weil der lässt sich ja nicht über Bluetooth oder sonst was koppeln. Beziehungsweise vielleicht kommt das mit dem Update. So funktioniert das auf jeden Fall noch nicht. So, das mal beiseite. Und dann geht's weiter. Ein bisschen mehr Verpackungsinhalt haben wir hier. Interessant verpackt. Sofern man das interessant schimpfen kann. So, Stadia Controller. Jetzt starten. Es ist tatsächlich ein bisschen hell hier. Richte den Google Chromecast Ultra ein. Ich würde sagen, das machen wir mal gleich direkt am Fernsehen, oder? Ist aber auch kein Hexenwerk. Einmal den Chromecast mit dem Netzteil am Fernseher anschließen, den passenden HDMI-Eingang wählen, dann die Google Home App herunterladen, starten und dann den Chromecast damit verbinden. Und anschließend, was ja eigentlich viel interessanter ist für die meisten, den Controller einrichten. Die Stadia-App herunterladen, nicht die Google Home-App, weil die braucht man erstmal nicht. Dann registriere dich mit deinem Stadia-Account, also melde dich an. Logisch, habe ich auch schon gemacht. Das heißt, ich werde jetzt quasi hier bei Schritt 2 Controller einschalten und dann den Controller mit WLAN verbinden. Und dazu brauche ich die Stadia-App und füge dann den Controller in der Stadia-App hinzu. Das ist
Persönlich finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, irgendwie muss man es ja machen. Und hier ist der Knaxus. WLAN verbindet sich mit Stadia. Das ist natürlich für Google besser, weil Google kann so schneller reagieren, weil es übers WLAN direkt kommuniziert wird und nicht erst an den Chromecast. Und der Chromecast gibt das Signal dann weiter an Google Server. Das funktioniert auch, glaube ich, gar nicht, weil der Chromecast kann, glaube ich, gar nicht senden. Gucken, was man spielen möchte, dann den Controller verwenden. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Und weitere Informationen, bla bla bla. Das Ganze nochmal in drei verschiedenen Sprachen. Und zur Seite. Das packen wir auch mal hier weg, auch wenn es im Bild rumliegt. Hier haben wir noch Sicherheitshinweise, damit wir uns am Controller nicht verletzen. Und hier haben wir das gute Stück Technik. Den Chromecast Ultra. Und ich glaube, der glänzt. Ah. Oh. Boah, der spiegelt noch schön, ne? Ah, hätte ich's mal nicht abgezogen. Naja, verbunden wird er mit Micro USB, das Netzteil liegt bei und dann wird er über HDMI 2.0 oder was auch immer hier hinter steckt, genau weiß ich gar nicht, angeschlossen, so dass ihr 4K-Spiele mit 60 FPS in HDR und so weiter, ihr wisst den ganzen Scheiß, zocken könnt. Ja, der Google Chromecast Ultra. Kostet übrigens 80 Euro. Und hier haben wir das Netzteil. Ah! Und sonst nichts. Ja, nichts. Warum nichts scheiße ist, erklären wir jetzt. Einmal das Netzteil, ein bisschen groß, aber es liegt daran, weil wir hier einen Ethernet-Anschluss haben, damit wir im Falle eines Falles, sofern wir das am Fernseher direkt haben, direkt kabelgebunden, also über Netzwerkkabel gebunden, den Chromecast an das Netzwerk anschließen können. So rum. Natürlich geht das auch über WLAN, aber eine stabilere Leitung habt ihr natürlich über Kabel. So, ach, der Controller, den haben wir auch noch. Also, wie gesagt, nicht wie in der Founders Edition in Midnight Blue, sondern in Clearly White. Von der Haptik her würde ich sagen, der passt gut in die Hand. Ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. So ein bisschen aussieht es wie ein PlayStation-Controller, aber auch ein bisschen wie ein Xbox-Controller, oder? XXYBA, okay, Steuerkreuz ist auch ganz nice. Das hier, das ist so ein bisschen, ja, es ist pink. Also ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig einfängt. Das ist irgendwie so richtig komisches Rosa. Was die Buttons jetzt im Speziellen alles auslösen, weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich für Screenshots sein. Der vielleicht Spiel raus, rein, raus, Menü und keine Ahnung. Und halt Control-Button. Hier haben wir noch zwei Feuertasten, jeweils links und rechts. Und hier noch der Stadia-Knopf zum Einschalten des Controllers. Das kann man auch mal machen. Aber ich wollte euch noch mal ein bisschen, vielleicht kriegen wir es hin, die Haptik hier angucken. Vielleicht seht ihr das. Das ist nämlich nicht glatt. Das ist echt schwer zu sehen, aber das ist so ein geriffeltes Zeug. Hier, man hört das auch. Ja, das ist nicht so glatt wie hier. Ja, das ist geriffelt, also es ist jetzt nichts nackig glattes und das glänzt auch nicht. An sich finde ich den Controller sehr nice. Ich weiß jetzt nicht, dieses Schweinchen rosa muss für mich nicht sein. Und jetzt schalten wir ihn nochmal an und dann... Oh, er vibriert auch, geil. Es blinkt in allen erdenklichen Farben und ich würde sagen, jetzt setze ich mich vor die Glotze. Nee, warte mal. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Oh, wir haben ja hier noch ein Handy. Das schalten wir mal kurz ein. Ach, guck mal, hier läuft mein Ton. Wir starten jetzt mal hier die Stadia-App und verbinden den Controller noch mit dem heimischen WLAN, damit das ja auch hier funktioniert. Samurai Showdown Destiny 2. Also ich habe tatsächlich schon ein bisschen gespielt, ist aber wurscht. Gehen wir mal hier oben auf den Controller, das würde ich jetzt rein intuitiv machen. Standortzugriff aktivieren, um den Controller zu finden. Das ist wirklich nice. Okay, machen wir einfach mal. Google weiß eh alles. Ja, zulassen. Bluetooth aktivieren. Habe ich Bluetooth aus? Oh ja, ich habe es aus. Wir suchen den Controller da unten über Bluetooth, was ich extrem merkwürdig finde, weil wir es ins WLAN quasi einbinden, aber okay. Ich stelle den mal wieder weg, weil sonst habt ihr hier unscharfes Bild. Level freigeschaltet. Okay. Einrichtung starten. Vibriert er? Ja, ich würde sagen, er vibriert. Am Stadia-Controller befindet sich ein Mikrofon. Ja, das befindet sich tatsächlich hier unten. An diesem Loch. Da, also da kommt ein Klinkensteckeranschluss oder ein Headset rein. Aber hier hinten, das ist ein Mikrofon. Natürlich könnt ihr das aktivieren, damit ihr uns alle abhören könnt. Ja, weiter. Diagnose und Nutzungsdaten teilen. Ja, klar. Mit JukeNet 2017 verbinden. Nein, das ist mein 2,8 Gigahertz WLAN. Wir möchten gerne ein anderes Netzwerk verwenden. Und zwar...
Warum finde ich das denn hier nicht? Das hier möchte ich gerne verbinden. Okay, jetzt habe ich mein Handy damit verbunden, aber warum finde ich das denn hier nicht? Weil ich glaube, es macht Sinn, den direkt auf mein 5 GHz Netzwerk zu trimmen. Aber das findet er hier gar nicht. Warum nicht? Finde ich ein bisschen bescheiden. Naja gut, nehmen wir das einfach mal. Dann gebe ich mein Passwort ein, was ich bestimmt auch noch weiß. Okay, als nächstes kann ich entscheiden, wo ich spielen möchte. Dazu muss ich einen Controller mit einem Bildschirm verknüpfen. Ja, weiter. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich jetzt hier die Kamera aufgebaut habe und euch nicht mit ins Wohnzimmer nehmen kann. Aber das finde ich jetzt schon ein bisschen bescheuert, dass ich hier mein 2,8 GHz WLAN auswählen muss, anstatt mein 5er, was eigentlich auch verbunden ist mit dem Handy hier. Das ist schon behämmert. So, Controller macht jetzt eine Aktualisierung und dann schauen wir mal. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht in der Kamera, aber hier hinter diesem Stadia-Button blinkt es weiß und orange. Und solange das noch läuft, läuft auch das Update noch. Das ist übrigens ein Honor 9 Smartphone, also auch nicht mehr das neueste, aber das braucht man auch gar nicht. Leider kein Pixel 4 oder Pixel überhaupt, damit man da Stadia drauf zocken kann, aber ich glaube, ich will gar nicht Stadia auf dem Handy spielen. Ist auch völlig egal. Okay, sobald er nur noch weiß blinkt, ist das Update fertig. Dann gucken wir nochmal. Oh, jetzt. Jetzt blinkt er nur noch weiß. Er blinkt nur weiß. Oh, dann sagen wir das auch der App. Blinkt nur weiß. Jetzt müsste ich ihn quasi mit dem Chromecast koppeln. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich hier das ganze Setup aufgebaut habe. Na toll. Na, vielleicht kriegen wir gleich hier noch einen Cut. Ich habe mich jetzt dazu gerungen, nochmal den Chromecast einzurichten. Ich sitze jetzt hier am Fernseher. Ihr seht mein Bildschirm, oh, ihr seht hier meine Aufnahme von dem Ton. Das Handy blende ich euch links ein. An das Geflacker müsst ihr euch nicht stören. Das ist mein Ambilight. Wie auch immer, wir starten jetzt die, wo auch immer sie ist, ich weiß das immer nicht. Die Google Home App, die ihr eigentlich aus dem Play Store laden müsst. Aber ich habe sie natürlich installiert, weil ich immer alles installiert habe. Bescheuerterweise, ich bin jetzt verbunden mit meinem JukeNet 5 GHz. Und damit hätte ich auch ganz gerne meinen Chromecast verbunden. Ein Gerät einrichten. Weiter. Nach Geräten wird gesucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache hier übrigens. Möchte ich den Chromecast Ultra, ihr seht unten rechts die Zahl, 7985 einrichten? Ja, möchte ich. Verbindung zu Chromecast Ultra wird hergestellt. Smartphone kann getrennt werden, ist nicht schlimm. Da sehen wir jetzt eine schöne Zahl. M4V7, sehen wir das? Ja klar. Wir teilen immer alles mit Google. Wo ist dieses Gerät? Bei mir im Wohnzimmer. Ich habe übrigens diesen Fernseher, das ist nur ein Full-HD-Fernseher, aber der hat damals 2600 Euro gekostet und deswegen behalte ich den noch erstmal, sonst hätte ich auch gerne 4K da drauf getestet. WLAN-Verbindung herstellen mit JukeNet 5 GHz. Ja, das möchten wir, nichts anderes. Gespeichertes Passwort verwenden? Ja, dürft ihr auch. Es ist übrigens draußen am Regnen, deswegen wird das mal hier hell und dunkel und jetzt zieht er sich ein Update und dann will ich nochmal versuchen, den Stadia-Controller damit zu koppeln, weil der ist ja jetzt eigentlich nur im JukeNet 2017, was mal 2,8 GHz WLAN ist. Und das ist scheiße, das ist zu langsam, Leute. Ach nee, kein Newsletter. Chromecast Ultra wird aktualisiert. Ja, wird er, gerade noch. Okay. Ah, ja, Update installieren, okay. Das können wir mal alles sippen hier. So, der Chromecast startet neu. Das Ganze hat jetzt 5 Minuten gedauert. Und die Verbindung zum JukeNet wird hergestellt. Okay. Ah, er startet direkt Stadia. Okay, ich starte jetzt mal hier auf diesem Dingen die Stadia-App. Ich möchte jetzt nochmal meinen Controller gucken. Den mache ich nochmal an. Wäre nicht schlecht, ne? Okay. Jetzt muss ich den Code eingeben, der mir da angezeigt wird. Machen wir A oben, Y unten. Ah, das ist sehr praktisch. Wenn ich jetzt meinen Controller hier anmache, startet direkt Stadia, was natürlich sehr cool ist. Jetzt muss ich Stadia noch mit dem Chromecast verknüpfen. Das ist aber wahnsinnig kompliziert. Okay. Konto zu Chromecast hinzufügen. Ah, okay, der Chromecast wird jetzt noch mit dem Konto hier gekoppelt. Fertig. Nee, eine PIN brauche ich nicht. JukeMan. Gekoppelt. Sehr schön. Dann könnte ich jetzt quasi theoretisch loslegen, oder? Ein bisschen wirr vielleicht noch am Anfang. So, Samurai Showdown läuft. Destiny 2 habe ich auch. Und Spiele muss ich halt in der App kaufen. Also jetzt aus dieser Entfernung gesagt, würde ich sagen, sieht das alles sehr gut aus. Und was sagt die Göttin Latentio? Da bin ich jetzt gespannt, weil so ein Prügelspiel, das ist ja immer sehr wertvoll. Also eine Verzögerung würde ich jetzt sagen. Boah, minimal. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt noch eine Runde und wir sehen uns wieder am Schreibtisch. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Stadia, zu den Controller, zu den Chromecast Ultra, zu egal was, zu meiner Person vielleicht auch, ja, dann stellt ihr gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Und wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video.
Und ja, vergesst nicht, dem ganzen Daumen nach oben zu geben. Drückt die Glocke beim Abonnieren und ach, ihr wisst das alles. Wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Ich sag, haut rein. Bis dahin. Ciao.